er frisst den Braten von dem Tisch. Herrje, der war doch noch ganz frisch. Oh nein, das Beste ist jetzt weg. Der Hund hatte einen guten Snack. Wir laufen hinter dem Hund her, der Braten liegt im Magen schwer. Haltet ihn schnell fest, bevor er frisst den Rest. Er frisst den Braten von dem Tisch. Herrje, der war doch noch ganz frisch. Oh nein, das Beste ist jetzt weg. Der Hund hatte einen guten Snack. Es muss ein neuer Braten her, am Weihnachtsabend wird das schwer. Alles feierlich, doch nichts mehr auf dem Tisch. Er frisst den Braten von dem Tisch. Herrje, der war doch noch ganz frisch. Oh nein, das Beste ist jetzt weg. Der Hund hatte einen guten Snack. Die Teller sind leer, der Magen ganz schwer. Der Tisch wird abgedeckt und von dem Hund wird noch der Rest vom Boden abgeleckt. Er frisst den Braten von dem Tisch. Herrje, der war doch noch ganz frisch. Oh nein, das Beste ist jetzt weg. Der Hund hatte einen guten Snack. Er frisst! Ja, einen wunderschönen zweiten Advent und vor allem einen wunderschönen Nikolaus. Ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen, das wir für euch produziert haben. Wieder mal ein kleiner Song, beruhend auf dem Song Es schneit von Rolf Zukowski. Ein wunderschönes Lied. Natürlich zu Ehren habe ich mir heute mal meinen Ugly Sweater angezogen von Borussia Mönchengladbach, mein Verein. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tatsächlich gibt es eine Sache, die ich bisher noch nie gemacht habe und auch auf die ich noch nie hingewiesen habe. Aber ich habe unten in der Videobeschreibung so zwei Links. Ich habe darüber noch nie gesprochen, aber dort besteht die Möglichkeit, wenn ihr zufällig Lust habt und ein paar Euro übrig habt oder ein paar Cent übrig habt, mir eine Kleinigkeit zu spenden. Warum sage ich das jetzt in diesem Video? Weil mich diese Videos tatsächlich auch ein bisschen Geld kosten. Weil natürlich, ich muss die Playbacks kaufen, ich muss den Sänger bezahlen und tatsächlich, vor allem für dieses Video, habe ich jetzt auch ein bisschen Equipment gekauft, um das Ganze am Ende auf die Beine stellen zu können. Es waren jetzt keine unfassbar riesigen Summen, aber da kommt halt immer ein bisschen was zusammen, vor allem für alle vier Songs. Deswegen habe ich mir gedacht, ich weise heute ausnahmsweise mal darauf hin. Das heißt, ich weiß, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit und auch mit Corona und dem ganzen Kram ist es bestimmt für viele auch nicht gerade leicht. Aber ich habe gedacht, ich weise trotzdem einfach mal darauf hin. Vielleicht hat da jemand irgendwie einen Euro übrig oder so und denkt sich, hey, die Samira möchte ich gerne mal unterstützen. Wie gesagt, ich möchte damit jetzt auch gar keinen Gewinn machen oder so, sondern vielleicht kann ich ja so ein paar Ausgaben wieder reinbekommen. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Das liegt komplett bei euch und ich finde es auch überhaupt nicht traurig, wenn nicht ein einziger Cent zusammenkommt, also alles gut, weil mir macht es einfach Spaß, ich fand es sehr witzig, es war allerdings auch sehr, sehr aufwendig, also das war schon mit, so diese Musikvideos sind schon mit das Aufwendigste, ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen, ich weiß, dass sie jetzt nicht die unfassbar krasseste Qualität haben, aber wir haben uns trotzdem sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, es gefällt euch so ein bisschen, ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so davon haltet und auch, ob ihr allgemein das mal witzig findet, wenn wir ab und zu so Parodien produzieren. Genau, das war's heute. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Nikolaustag, einen ganz wundervollen zweiten Advent und dann sehen wir uns unter der Woche wieder bei unserem ganz normalen Adventskalender. Ciao!